Okay, und hier sind wir wieder. Und hoffe ich mal, dass es das jetzt erstmal war mit Abstürzen. Also ich muss mich nochmal ein ordentliches Stück nach vorne arbeiten, quasi. Zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder Kammer betreten haben, zu dem Zeitpunkt muss ich halt alles nochmal von vorne anfangen. Na komm, ach, aber komm. Gut, 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 gut. Ja, das Problem ist einfach, dass ich mich hier so dermaßen glatt angestellt habe, weil ich halt natürlich wieder schnell hier kommen wollte, dass ich so ziemlich gar keine Medipacks mehr habe. Also null und meine Gesundheit ist irgendwie auch nur noch auf die Hälfte reduziert. Ach, dann komm. Ja, was ich gerne nochmal sagen wollte, hier wegen den Tomb Raider-Filmen. Also, ich hatte ja, wie schon am Anfang der Aufnahme gesagt, alle drei auf Blu-ray, aber der einzige davon, den ich. Ja, was heißt wirklich gut, den ich halt. Na, so als Film an sich wirklich okay finde, ist der von 2018, der mit Alicia Vikander, der spricht die Verfilmung von dem hier, Tomb Raider Reboot, also den ersten Tomb Raider von 2001 mit Angelina Jolie und Daniel Craig, finde ich halt größtenteils ziemlich langweilig, bis eben auf Angelina Jolie und Daniel Craig, weil ganz ehrlich, Jolie halt so eine, ist halt auch einfach so eine alte, der kauft man das halt, der kauft man Lara Croft halt einfach ab und Daniel Craig, ja, das. Das nur sein Charakter im Film ist auch natürlich gut langweilig, aber Daniel Craig. Kommt schon, Leute. Daniel Craig. Bond. James fucking Bond. Der ist cool. Der Typ ist einfach cool. Und der zweite Tomb Raider-Film von 2003, hier, Die Wiege des Lebens. Aber da muss ich sagen, der ist. An und für sich ist der so dermaßen schlecht, dass er schon wieder gut ist. Und ganz ehrlich, da ist. Oh, ohne euch anzulegen, Till Schweiger. Yep, unser Deutscher. Till Schweiger. Ja, doch, Till Schweiger. Man merkt ja, dass mein Gehirn läuft schon wieder auf Hochtouren. Ja, Till Schweiger war da wirklich drin und der passt so dermaßen nicht, dass er schon wieder passt. Das ist auch wieder eine Kunst für sich. Wer denkt überhaupt daran? Till Schweiger in Tomb Raider. Okay, bitte lass mich nicht. Na komm. Komm, komm, komm. Schön nach hinten. Freue ich mich natürlich aber. Ach, man darf hier nicht zu lange stehen bleiben, weil man ansonsten natürlich irgendwann die Balance verliert. Ich habe mich schon gefragt, ob da noch irgendwie eine Reliquie sein könnte, aber. Nee, doch nicht. Gott sei Dank habe ich mich beim Kauf für eins dieser großen Mikrofone entschieden, weil ich rede gerade eher irgendwie immer so am Mikrofon vorbei, aber trotzdem fängt das ja noch alles auf. Doch, aber trotzdem habe ich alle so gleich beim ersten Mal. Ja, benötigte Zeit steht da oben jetzt natürlich eine halbe Stunde, weil die Zeit, die ich jetzt beim ersten Mal hier war, plus die ich jetzt wieder brauchte, um herzukommen, also. Ach, muss ich später alles noch rausschneiden. Und hier das, was ich freigestellt habe, ich würde sagen, schauen wir uns am Ende jeder Aufnahme halt mindestens einmal an. Ich mache halt ein Gebiet. Ich glaube, es gibt im ganzen Spiel wie 5 Gebiete. Davon jedes Mal so ein 4, 5 kleine Untergebiete unterteilt ist. Ich würde sagen, ich mache pro Aufnahme ein Gebiet. Und am Ende jeder Aufnahme schauen wir uns mal an, was wir freigeschaltet haben. Yep. Immer schön speichern, weil andernfalls. Das Problem ist einfach mal, dass du nicht wirklich zwischenspeichern kannst, sondern immer nur, wenn das Spiel es dir vorgibt, weil andernfalls hätte ich jetzt nicht so lange hinterherrennen müssen. Das verlorene Tal. Ja, und wo sind meine flauschigen Gefährten? Nein, ich bleib schön hier oben. Ich habe keine Medikits mehr und ich will mich jetzt auch gar nicht großartig mit denen rumärgern. Ich spiele jetzt mal schön auf Nummer sicher und hoffe, dass das reicht. Na komm. An. Da kann ich ihn von die. Ja, gut. Ich muss ihn einfach dazu bringen, dass er schön nach da hinten rennt. Gut, waren sie das? Ich hoffe, dass das alle waren. Yep, sieht ganz nach aus. Ach ja, hier erinnere mich, das war die Stelle, wo man die verschiedenen Zahnräder finden musste. Und Zahnrad. Und mit diesen Zahnrädern müssen wir oben halt die ganzen
Man sieht, dass die Betriebe bewegen sich, die da oben nicht, und die Betriebe, die sich nicht bewegen, die müssen mit den Zahnrädern eben wieder in Gang setzen. Mal gucken, was das unser Tagebuch uns rät. Hinter dem Wasserfall scheint ein Weg zu sein. Nein. Ja, da ist es. Das ist, was ich meinte. Ja, quasi immer, wenn man jetzt irgendein Objekt, was sie bei sich hat, ausrüsten will, ist nicht das Tagebuch, ist, wo es aber nicht brauchst, kommt halt immer. Nein, 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 nein. Das ist halt so, quasi die Tomb Raider. Ich wollte Untertiteln. Nein, nein. Auch einfach so ein. Das ist quasi sowas wie die Tomb Raider-Version von Age of Empires 2 von dem. Ein bisschen Holz, bitte. Nein. Ich möchte was zu essen. Nein, das ist quasi die Tomb Raider-Version davon. Nein. Oh, na dann, einmal langkangeln. Und Alter, was... was war das denn gerade? Lara hangelt sich einfach mal in der Luft an nix. Also sie ist halt buchstäblich eine Superfrau, ne? Nee, da muss ich erst von der anderen Seite rankommen, das runterzuschießen. Was ich halt aber in dem Spiel mal loben muss, ist so... Klar, ist Lara Croft halt, das war sie auch schon immer total übersexualisiert, zumindest bis zum Reboot 2013, aber hier haben sie sich in dem Spiel mal ein bisschen am Zippel gerissen, weil ganz besonders in Underworld, Alter, wie Lara Croft teilweise in Underworld rumgelaufen ist, da fragt man sich, warum haben die da eigentlich noch Klamotten? Die hat da teilweise so viel Haut gezeigt und so tiefe Ausschnitte, dass ich teilweise schon dachte, ey Leute, es reicht, meine, klar, sie war schon immer, es wurde auch von den Entwicklern immer gesagt, dass sie einfach nur eine eine Männerfantasie ist, quasi genauso wie, man kann eigentlich quasi sagen, wie ein weiblicher James Bond, kann man quasi sagen. Und, so, da soll ich mich festhalten, glaube ich. Wie gesagt, das ist quasi immer so, was war wie ein weiblicher James Bond, halt einfach eine Fantasie, aber, Alter, in Underworld haben die das teilweise echt übertrieben damit. Aber hier ist es noch so, wie sie jetzt rumläuft, halt, vollkommen in Ordnung. Ich komme nicht drauf klar, dieses Haar, meine. Warum? Ich erwarte irgendwie immer noch, dass ich an jeder zweiten Ecke gleich wieder von Fledermäusen überfallen werde. Okay, jetzt bloß nicht runterfallen. Und rüber. Ich frage mich, kann ich es wagen? Oh, nein, ich sollte es lieber nicht wagen. Irgendwie komme ich da doch bestimmt auch noch rüber. Vielleicht. Ja. Komm. Na, schade, dass es dich macht, dass du nicht einfach in der Luft umgreifen kannst. So weit waren die dann 2007 doch noch nicht. Und gleich noch ein Zahnrad. Und dann... Alter! Ey, ich wieder und meine Reflexe, ich wollte gerade wirklich allen Ernstes hier rangehen und an diesem zerbrochenen Fall das Zahnrad einsetzen, denn nicht nur... Oh, Fledermäuse. Fledermäuse! So. Ich glaube, mich zu erinnern, dass hier unten irgendwo im Wasser noch eine Reliquie versteckt war. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Alter, seht euch das an, kann ich das? Ey, was ist heute los mit diesem Spiel? Was? Müssen wir überlegen, was wir bislang hatten. Wir haben rumspackende Fledermäuse, rumspackendes Haar, ja, Gegner, die gegen Wände rennen. Lara krabbelt einfach in der Luft. Okay, das hat jetzt irgendwo... Ach, ich glaube, das war für das... Ich glaube, das war irgendwie für das... das Geheimnis, das hier versteckt liegt. Oh, shit. Ach, gefühlt gut. Ich geh nochmal
Noch kurz hoch, Luft atmen und dann. Ich wette, das war das Tor, was sich hier gerade geöffnet hat. Boah, Alter, ist das. Boah, Alter, ich habe so das Gefühl, dass ich, wenn ich schneller schwimmen will, hier so überhaupt nicht vorankomme. Error? Ja, kein Kommentar. Gut, kein Kommentar zu meinerseits. Also wirklich so an diesem flachen Ding hält sich nicht fest, aber an dem. Oh, na komm, aber. Ja. Ja, aber an der Kante, wo es hochgehen soll, hält sich nicht fest, aber. Hier dann an dem Stein, das geht dann wieder. Vielleicht auch gut, wie der Wasserfall so unter Wasser aussieht, dass er dann einfach so ja, spontan endet. Und dass du eben nicht einfach hier runterschwimmen kannst, weil da ein Magic Wand ist. Ah, scheiße, ich kann nicht aus dem Wasser rausschießen. Ja, es sieht natürlich auch sehr gut aus, wie die jetzt alle dastehen und wie stalken. Mal gucken, wie nah ich rangehen kann, bevor sie was machen. Gut. Aber vor allem, ich finde es auch gut, dass wenn ich jetzt nach hinten schwimme, dass die mich nicht gleich so verfolgen, sondern dass die einfach dort stehen bleiben. Ja, hier stehen sie aber ungünstig, sodass immer irgendeiner bei mir ist. Ja, und das ist das Problem, wenn du jetzt. Nein. Puh, mehr Glück als Vaterlandsliebe gehabt. Okay, aber ich find's auch irgendwie komisch, dass. Leiten auf 3 hochklettern schneller geht, aber wenn du irgendwie unter Wasser bist und dann ja so gegen, wie keine Ahnung, unter Wasser halt schneller schwimmen willst, kommt es mir so vor, als wenn du einfach nur langsamer wirst. Dann setzen wir mal das erste Zahnrad wieder in Gang. Oh, warten auf die Stange. Das hat mich irgendwie. Ja, irgendwie so von seiner Aufmachung erinnert mich das irgendwie hier an den Hindernisparcours Metropolis aus dem ersten Ratchet & Clank Titel. Ja, was irgendwie passt, weil ich glaube, ich weiß nicht mehr genau welches, weil einer der Charaktere in diesem Spiel, ob es jetzt der Larsen war, den wir schon gesehen hatten, oder irgendein anderer, den wir noch treffen werden. Nee, jetzt ist wieder der Bösewicht im nächsten Gebiet. Der wird passenderweise von Jim Ward, also von der Originalstimme von Captain Quark gesprochen. Da passt es wieder. Und worauf ich mich jetzt schon freue, bald treffen wir meinen ursprünglichen Kaufgrund in dem Spiel, denn das dritte Zahnrad oder das vierte, je nachdem in welcher Reihenfolge man spielt. Ach, genau so. Ja, das ist bei den Dinosauriern. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So. Hatten müsste den gerade ist und dann rüber. Ja, what? Hä? Warum kann ich darauf nicht stehen? Ja gut, wenigstens hat er hier gespeichert. Okay, entweder war das gerade mein Fehler oder man kann da wirklich nicht rauf. Was ich aber nicht glaube, das bietet sich perfekt an. Eigentlich bietet es sich perfekt an, dass ich darüber auf gestiegen komme. Ach, nächstes, es wird mir überhaupt nichts bringen, weil dafür brauche ich wieder ein Zahnrad, was ich jetzt ja noch nicht habe. Also muss ich hier rüber. Gut, wieder was ihr lernt. Komm. Ah. Ah,
aber schön, schön, schön wie. Schön, schön wie sich Lara immer festhält an den Dingern. Oh, oder um sich mal besser auszudrücken, schön wie ich mich mal wieder zu glatt anstelle, den Analogstick richtig auszurichten. Aber irgendwie kommt so voll sind, das Spiel noch nicht richtig so kontrolloptimiert ist, weil Lensch in der Kamera, wie oft die Tälse hackt an einigen Stellen. Ich frage mich, ob ich da unten reinkriechen kann in das Loch, aber. Also. Ja? Ja! Ich kann hier rein und. Welch großes Midi-Pack. Sehr schön. Ah, hat sich doch gelohnt. Na gut, jetzt sind wir wieder hier. Na gut, das werden wir gleich brauchen für. Na, ihr wisst schon was. Aber wie gesagt, auch wenn ich quasi diese ganzen ihr Parcours langen Spiele halt auch wirklich sehr genießen, muss ich halt so sagen. Wenn ich jetzt wirklich so diese drei alten Titel, die ich von Tomb Raider gespielt habe, also Anniversary, Legend und Underworld mit denen. Zwei neuen Vergleiche, die ich gespielt hatte, also halt das Reboot und Rise of the Tomb Raider, muss ich sagen, da sind die neuen definitiv überlegen, schon, dass du da wirklich dass du Lara halt verschiedene Kostüme verpassen konntest, die halt wirklich halt Auswirkungen hatten, dass du da dein eigenes Skillsystem hattest. Allgemein fand ich die Story wesentlich interessanter und, ja, wie gesagt, Lara war halt in erster Linie ein Charakter und erst in zweiter Linie ein Sexobjekt. So, und nun bitte, bitte, bitte nicht daneben springen. Ja, gut. Okay, ich muss da halt. Boah, und wir, ich darf jetzt nicht zu kurz kommen. Gut, gerade so geschafft. Und oh. Ey, ich rede jetzt auch immer so spät mit, wenn der Spieler dann wirklich mal anfängt. Oh, wirklich so richtig zum Bangen. So. Na, ich folge erstmal dem Pfad von den Beinen. Oder ich würde dem folgen, wenn nicht das passieren würde. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, okay, dann. Concentration this time. Ja, das muss ich mal überlegen, weil ich glaube Tomb Raider Anniversary gab es sogar. Es gab es einmal für den PC, dann noch einmal in der HD Collection für PS3, PlayStation 2. Ich glaube, es gab sogar noch eine PSP-Version mit Gegnern, die halt in den anderen Versionen so nicht vorkam. Aber ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher. Ich habe mir vor kurzem nochmal extra eine PSP gekauft. Für knappe 60 Euro, halt auf eBay. Und da hatte ich ja noch so eine ganze Menge Spiele für, also Secret Agent Clank, Ratchet & Clank Size Matters, hier Tekken Dark Resurrection und noch der Dexter. Warum hält sie sich nicht fest? Warum hält sie sich nicht fest? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil es ist doch in Greifweite.